Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mount Blade Warband. Da sind wir wieder mit unserer kleinen, aber feinen Armee, die immer noch recht angeschlagen, nachdem wir ja im letzten Part relativ viele Schwäche geschlagen haben gegen das Kanal Tragit, um da wieder einen Krieg anzuzetteln. Und ja, wir waren gerade auf der Rückreise. Und ja. Genau. Wir müssen eigentlich zu Jarl. Ja, okay. Aber wir müssen jetzt mal überhaupt wieder in ein Gebiet von unserem glorreichen Königreich Nord. Ich hoffe auch, dass die Musik jetzt etwas besser passt. Ich habe sie auf jeden Fall deutlich leiser gemacht. Das sollte jetzt theoretisch endlich passen. Wenn nicht, könnt ihr es natürlich wieder gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sieht eigentlich unser Inventar aus. Ja, erstens mäßig verfaultes Schweinefleisch, ganz toll. Naja, geht so. Ich weiß noch nicht, haben wir unseren kleinen Credit und das schön gleich welche haben für ihn geschlossen, okay. Ich weiß gar nicht, ob wir unseren Begleitern schon bessere Ausrüstung gegeben haben. Sieht mir nicht so aus. Hallo, weißt du, wie sieht's aus? Willst du mir nicht mal deine Ausrüstung zeigen? Ich meine, wir haben ja auch ein theoretisch ein schönes Steppenpferd für dich. Kann er nicht reiten, das ist natürlich bitter. Was hat er für einen Helm? Ja, auf jeden Fall kriegt er mal ein bisschen Helm. Eine bessere Rüstung. Kurzbogen vielleicht auch nicht, aber eine schwere Lanze. Für ihn jetzt Kraft vielleicht auch nicht schlecht. Das glaube ich das Beste, was wir haben, oder? Ja, sollte eigentlich. Und sonst so. Schildmäßig hat auf jeden Fall das Beste, was wir ihn bieten können, okay. Nein, die Fähigkeiten so aus, ja. Ganz okay, reiten. Ja, zwei dabei, okay. Gut, und Katrin. Oder kannst du einen Bogen umgehen? Ja, geht so. Dann gehst du mal kurz. Bogen oder auch nicht. Egal, wie zu wissen. Einen fetten Helm. Wallfahrtskleidung, ich glaube nicht. Eine normale Anrüstung. Tut's besser. Hat man Sprung der Rundschild bekommen. Neues Schwert. Mahnsäbel. Hätte ich besser zu reiten. Nein, also nicht. Das Reitwerk kannst du reiten, naja, warum nicht? Okay. Joa. Auch in Ordnung. Kritischer Bogen. Kritischer Bogen möchte ich natürlich. Interessant. Das nicht so alles haben. Vielleicht sollten wir Katrin jetzt aber auch eher zur Kavallerie machen. Und sie ist jetzt auch beritten. Okay, ansonsten setzen wir mal unsere Reise fort. Vielleicht sehen wir wieder ein paar Banditen, das ist sowieso ganz witzig gewesen im Gebiet. Von Kanakrelli sind so viele Rebellengruppen unterwegs und welche Städte normal und hast du nicht gesehen. Das lohnt sich da richtig. Ah ja, und der König Ragnar legt uns ein, zu Angela Gens Hagrid zusammenzukommen, ja. Die werden uns dann mal anschließen direkt. Das ist eine gute Idee. Auch wenn das Hagrid ziemlich weit ist. Etwas Glück treffen wir da auch unseren Auftraggeber für unsere Quest, um noch die Belohnung einzusacken. Und wir waren da unterwegs. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall waren sie deutlich schneller als wir. Was für einen Gefangenen habe ich eigentlich noch dabei? Ja, ja. So ein Hugo. Nur ja, ein Typ. Okay. So, auf nach Sargot. Ja, in unseren Gefühlen ist auf jeden Fall mal wieder relativ wenig los. Und wir brauchen unbedingt was zu essen. Da muss ich auf jeden Fall denken. Oh, da ein Wahnsinnstempo über die Brücke. 2,0 zeitweise. Absolute Geschwindigkeitsrekord, den wir hier aufstellen.
unsere Truppen haben ganze 4 Erfahrungen erhalten durch das Training, das sich ungemein gelohnt. Wo wir machen einen Zwischenstopp in Finale A. Mitten in der Nacht, neben Bongorn, okay. Freiwillige, niemand. Dafür drin Fleisch. Ja, kann er verfaultes Fleisch dafür kriegen. Und ein Wolltuch. Na gut. Dann kriegt das natürlich nicht. Ah. Keine Kohle hat er da. Ja, die Röhre. Ich werde auch gerade zum Lager zu reiten. Naja, die wichtigste Person ist jetzt auch da, nämlich wir. Wir suchen jetzt mal die Schenke. Lachmänner haben wir hier. Nehmen wir mit. 235 Dinare kann man nicht meckern. Dann gehen wir zum Rüstungshändler. Kaufen wir hier mal einiges. Der Loot bringt uns ein bisschen Geld. Dann zum Waffenhändler. Eigentlich noch aus, das ist egal. Ja, das ist der Beschade, das Stuhlpferd behalten wir mal schön. Pferdehändler. Können wir einstellen, welche Stuhl verkaufen. Ja, Stuhl ist schlechter als Ohrhaus, oder? Ja. Wobei meine Frühfähigkeit ist besser. Schwierigkeit, naja. Aber Punkt hat ein bisschen weniger verfolgt, mehr reiten, okay. Interessant. Dann nehmen wir jetzt Warenhändler. Und unser Wolltuch weg. Und brauchen wir was zu essen. Mehr Korn wäre nicht schlecht. Ja, okay. Vielleicht nochmal Korn. Räucherfisch, Brot. Und nochmal ein paar Hähnchen. Also da würde ich sagen, hat unser Truppe viel genug Nahrung. Wir treten nochmal die Arena. Zu welchem großes Turnier? Bald in Zargrad und vielleicht Hekefass. Bald in unseren beiden Städten hier oben. Das ist interessant. Vielleicht merken wir uns das sogar. Aber ich kann sogar ein Turnier mitmachen. Guck mal an. Aber wir gehen jetzt mal zum Gelage. Ja, jeder, ja. Gerne hat jetzt so. Ah, ja. Ja, Gerd. Danke für die Quests und die Verziehung. In alle möglichen Richtungen. Wir haben hier bei Erfahrung halt und Stufe 7 aufgestiegen. Noch eine Aufgabe für uns ist. Ich merke schon, dieser Typ ist der Zahlkriegstreiber. Sollen wir noch gegen Königreich Zwadien uns anlegen? Nehmen wir aber auch einfach mal an. Ja, die geht so. Ja, eine Aufgabe für uns. Nicht wirklich, okay. Unser König hier sah. Hallöchen, was klappt. Wow. Die Beziehung verstehen sie immer mehr. Nicht so gut. Ja, also unser König uns nicht so sonderlich mag. So Ding gut. Tatsächlich, ich habe so, ja, ja, steht ja draußen. Weil da ohne ja, leider. Seid halt unwichtig, offenbar. Eine Aufgabe für uns? Nein. Okay. Ich mach mal ein Turnier mit. Platzieren. Ja, das ist schön. Ach was, unsere Leute machen auch mit. Interessant. Aha, aha. Okay. Platzieren ein Wetter auf uns selber. 50 Dinare. So sei es. Kämpfen in der nächsten Runde. Mit, wunderbar. Okay, platzieren wir ein Wetter von selbst, 100 Dinare. Für die nächste Runde. Ja,
wenn wir das Turnier gewinnen sollten, dann machen wir auf jeden Fall gut Geld. Ja, hoffen wir einfach mal. Wir da hinten rein. Unser Team schützt sich ja verdammt gut. Jedenfalls hier wieder auch ein Dinar auf uns. Ich kämpfe in der nächsten Runde. Ja, wir ganz gut besucht das Turnier. Okay, die Frau ist nicht so gut. Ich bin schon an, wieso wirklich, weil er selbst im Weg steht. War relativ knapp gerade, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir sind also dabei, nicht mehr wirklich viele, wir platzieren wieder 100 Dinare auf uns. Auf geht's in die nächste Runde. König kämpft auf unserer Seite mit, das ist sehr schön. Ja, dann haben wir uns gleich mal ein von unserem Team. Das ist nicht so gut. Ja, wir haben das Team wieder gewonnen. Oh, jawohl, sehr gut. Nochmal noch die Nahe auf uns. Ist noch so dabei, wir, König Ragnar, ja, Knuder und Reik, okay. Das ist auch mal. Da also können beweisen, hier 1 vs 1, gleichen Waffen. Okay, dann vielleicht doch mal blocken. Oh ne, einfach K.O. schlagen, das sind die gut. Jetzt ziehen wir auf uns selbst und die Nare. Auf geht's in die letzte Runde. Den König Ragnar, so wie es aussieht. Hat sich von niemandem getraut, den eigentlich König auszunocken. Die gehen machen das ist kalt. Das interessiert uns nicht, ob das hier unser König ist oder. Hier machen wir ihn. Jawoll. Jetzt können wir wieder mit Kohle bekommen. Ansehen erhalten, Erfahrung gesammelt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir suchen Lady Alfred. Ja, nö. Jetzt müssen sie durch. Okay. Wir sind auf Stufe 10 aufgestiegen. Ich weiß mal die Wendigkeit, denn ich würde ganz gerne meinen Heißstil verbessern. Ansonsten nehmen wir auf 2 Handwaffen. Ein bisschen Armbrust. Eine Handwaffen. Dressen einfach auf 2 Handwaffen, würde ich sagen. Wunderbar. Das sind unsere Truppen. Aha, weißt du, hat sich verbessert. Er ist auf Stufe 7, okay. Das könnte ich ja nicht brauchen. Das schaut ja vielleicht nicht schlecht. Tja. Kriegt aber mal Charisma, würde ich sagen, und dann. Einfach mal Eisenschwert, würde ich sagen, und hier also Weihnachtswaffen. Und noch eine Karawanenwache bis hin zum Landsknechtreiter. Wachenhelfer verbessern zur Karawanenwache. Joa. Ganz nette Truppe auf jeden Fall. Gut, aber ich will sagen, wie es weitergeht. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.